Diese Geschichte klingt unglaublich. Doch sie ist wahr. Auf ATAC finden Sie es heraus. Machen Sie es sich also bequem und tauchen Sie ein in die Welt der Piraterie. Zunächst werden wir uns damit beschäftigen, was es mit Social Engineering auf sich hat. Denn um dieses Thema geht es in diesem Video. Was genau ist Social Engineering? Im Bereich der Informatik bezieht sich dies oft auf Manipulation. Hacker nehmen die Betroffenen bei ihren Gefühlen mit dem einzigen Ziel, ihnen vertrauliche Informationen zu entlocken. Von nun an ist die Digitalisierung allgegenwärtig. Aufgrund dessen haben Hacker einen viel größeren Handlungsspielraum. Es ist nicht mehr notwendig, dass der Angreifer physisch im Raum anwesend ist, um ein System zu verletzen. Eine einfache E-Mail reicht zum Beispiel völlig aus. Die Informationen werden also auf böswillige Weise extrahiert, indem das Vertrauen des Nutzers gewonnen wird. In den letzten Jahren hat diese Art von Angriffen stetig zugenommen. Das beweist uns die Geschichte von Cain Gamble, die wir jetzt gemeinsam entdecken werden. Alles beginnt in einem kleinen Zimmer eines Teenagers in Colwell, einer Kleinstadt in Mittelengland. Innerhalb des Familienhauses nimmt das Abenteuer von Cain Gamble seinen Lauf. Mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gelingt es dem jungen Mann, sich Zugang zu den persönlichen Konten mehrerer hochrangiger Mitarbeiter des US-Geheimdienstes zu verschaffen. Mithilfe der Form der psychologischen Manipulation, die wir am Anfang dieses Videos besprochen haben, gelingt es ihm, die organisatorischen Schwächen seines Gegenübers auszunutzen. Sind Sie der Meinung, dass Social Engineering das neue Problem der modernen Gesellschaft ist, über das wir uns wirklich Sorgen machen müssen? Wie konnte es zu einem solchen Angriff kommen? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Deshalb werden wir versuchen, sie zu beantworten. Im Juni 2015 startete eine Gruppe, die unter dem Namen Crackers with Attitude oder CWA bekannt ist, eine Reihe von Cyberangriffen. Diese richteten sich gegen hochrangige Vertreter der US-Regierung. Unter ihnen befand sich auch der Direktor der CIA, John Brennan. Dieser Mann steht ganz besonders im Visier der Angreifer. Sicherlich fragen Sie sich, was diese Gruppe mit ihren dunklen Absichten mit dem jungen Cain Gamble zu tun hat. Er ist ganz einfach der Anführer dieser seltsamen Gruppe. Er gilt als der Hauptdarsteller in einem ungewöhnlichen Fall. Die Gruppe soll sich mit Hilfe der Telefonnummer von John Brennan Zugang zu dessen E-Mail- und iCloud-Konten verschafft haben. Auch zahlreiche andere Persönlichkeiten der US-Regierung sind Opfer der jungen Hacker geworden. Hier ist unter anderem die Rede vom stellvertretenden Direktor des FBI, Mark Giuliano, und von der FBI-Spezialagentin Amy Hess. Auch die Sekretärin für innere Sicherheit, Avril Haines, wird erwähnt, aber auch der leitende Berater für Wissenschaft und Technologie, John Holdren. Cain Gamble, der von seinen Mitmenschen Cracker genannt wird, leitet die gesamte Operation. Um seine Ziele zu erreichen, setzt er insbesondere die Technik des Phishings ein, die auch als Phishing per Telefon bezeichnet wird. Seine erste Operation zielte auf das persönliche Verizon-Konto von John Brennan. Falls Sie Verizon nicht kennen, handelt es sich dabei um einen amerikanischen Internetanbieter. Cain gibt sich zunächst als Mitarbeiter des Unternehmens aus, um an die gewünschte Information zu gelangen. Die Hotline des Internetgiganten fällt buchstäblich auf den Trick herein. Später soll er sich mit Hilfe der erhaltenen Informationen als John Brennan selbst ausgegeben haben. Im Laufe seiner Recherchen gelingt es ihm, ein besonders glaubwürdiges und detailliertes Profil des Opfers zu erstellen. Nachdem Cain Gamble Zugang zu diesem Konto erhalten hatte, ließ er es nicht dabei bewenden. Mit der gleichen Methode verschaffte er sich Zugang zum E-Mail-Postfach, zur Kontaktliste und zu den online gespeicherten Daten des CIA-Direktors. Es gelang ihm sogar, auf das iPad der Frau des hochrangigen US-Beamten zuzugreifen und es fernzusteuern. Gestärkt durch diesen ersten Erfolg setzte die Gruppe ihren Weg fort. Nun waren der Staatssekretär für innere Sicherheit, Jay Johnson, sowie der Direktor des Nationalen Geheimdienstes, James Clapper, an der Reihe. Letztendlich steigt die Zahl der Opfer im Laufe dieses Videos immer weiter an. Finden Sie nicht auch? Es scheint, dass CWA unter der Leitung von Cain Gamble einen großen Coup gelandet hat. Er greift insbesondere auf Voicemail-Nachrichten zu und schafft es, das Telefon von vielen von ihnen zu kontrollieren. Einige Tage nach seinem 16. Geburtstag legt er das Helpdesk des FBI herein. Er gibt sich als der stellvertretende Direktor der Behörde, Mark Giuliano, aus. Sein Ziel war es, sich Zugang zu einer Datenbank des US-Geheimdienstes zu verschaffen. Anschließend nutzte er die erhaltenen Informationen, um die betroffenen Opfer zu belästigen. Jay Johnson war der Leidtragende. Cain Gamble übernahm schnell die Kontrolle über einen der Fernseher des Staatssekretärs für Heimatschutz. Er zeigt die Botschaft „Sie gehören mir“ an. Das wird viele zum Zittern bringen. Außerdem verbreitet er im Internet massenhaft persönliche Informationen über diese hochrangigen US-Beamten. Die Opfer werden mit Nachrichten und Anrufen bombardiert. Ohne ihr Wissen werden Dateien auf ihre Computer heruntergeladen. Cain Gamble und seine Mitstreiter hatten nur eines im Sinn: ihnen das Leben schwer zu machen. Und das gelang ihnen auch. Noch schlimmer ist, dass die Gruppe im Zuge der zahlreichen Spoofing-Aktionen Zugang zu besonders sensiblen Berichten erhalten haben soll. Sie betrafen militärische und geheimdienstliche Operationen in Afghanistan und im Iran.
Die Kontaktdaten von mehr als 2000 amerikanischen Bundes- und Kommunalbeamten sollen offengelegt worden sein. Der junge Mann gab sogar zu, dass er zahlreiche illegal beschaffte Informationen an WikiLeaks weitergegeben hatte. Darüber hinaus sollen alle Anrufe von James Clappers Telefon an die Bewegung Freies Palästina weitergeleitet worden sein. Dennoch bleiben die Beweggründe der jungen Männer ein Rätsel. Was könnte ihnen durch den Kopf gegangen sein? Welchem Kampf gehören sie wirklich an? Generell bleiben Cain Gambles Prinzipien unklar. Wir haben jedoch einige Informationen über sie, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten. Über einen anonymen Twitter-Account hat der junge Mann die Fragen eines Journalisten beantwortet. Er behauptete, dass er dies alles als Antwort auf eine korrupte und gefühllose US-Regierung getan habe. Bei der Analyse seiner Kommunikation gelingt es den Ermittlern, eine Art Motivation zu rekonstruieren. Im Laufe seiner Korrespondenz erwähnt er, dass er gegen das Töten unschuldiger Zivilisten auf der ganzen Welt durch die USA kämpfen wolle. Die hohen Militärs seien für das Blutvergießen verantwortlich. Auf diese Weise wolle er seine Unterstützung für das palästinensische Volk zeigen. Im Februar 2017 wird Cain Gamble auf Antrag des FBI verhaftet. Vor dem Old Bailey Criminal Court hatte er sich in einem Dutzend Fällen der Verletzung der Gesetze zur Computersicherheit für schuldig erklärt. Wie Sie sehr wahrscheinlich verstanden haben, sollen diese Verstöße zwischen Juni 2015 und Februar 2016 begangen worden sein. Innerhalb kürzester Zeit hat es Cain Gamble geschafft, bei den US-Behörden ein ziemliches Durcheinander anzurichten. Es geht um 8 Anklagepunkte für den Versuch, sich unbefugten Zugang zu verschaffen und 2 für unbefugte Veränderung von Computerhardware. Während des Prozesses plädiert sein Anwalt William Harbidge auf die Naivität seines Mandanten. Er habe nie beabsichtigt, jemanden zu verletzen oder zu schädigen. Im April 2018 wird er in London zu 2 Jahren Gefängnis ohne Bewährung in einer Haftanstalt für junge Erwachsene verurteilt. Seine gesamte Computerausrüstung wird ebenfalls beschlagnahmt. Bei der Verkündung seines Urteils wird er von seiner Mutter begleitet. Sie werden sich vielleicht fragen, ob das angesichts eines solchen Betrugs nicht eine sehr geringe Strafe ist. Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach. Das junge Alter von Cain Gamble hat ihm sehr geholfen. Außerdem bekannte er sich sehr schnell schuldig und zeigte sich kooperativ mit den Strafverfolgungsbehörden. Darüber hinaus erfolgte der Angriff nicht aus finanzieller Motivation heraus. Aus all diesen Gründen kann die verhängte Strafe als mild angesehen werden. Man kann also sagen, dass Cain Gamble der meistgesuchte junge Hacker der Welt war. Es stimmt, dass die US-Regierung alles unternommen hatte, um seine Festnahme zu erreichen. Ihrer Meinung nach konnte ein 18-Jähriger, der die Fähigkeit hat, einen solchen Computerangriff zu entwickeln, nicht lange auf freiem Fuß bleiben. Hätte er in einer eskalierenden Form des Hackens weitergemacht, wenn die Behörden ihn nicht festgenommen hätten? Welche Schwachstellen haben die Computersysteme von Regierungen? Welche Mittel können eingesetzt werden, um die Sicherheit staatlicher Daten zu erhöhen? Ist unsere Gesellschaft in moderne Fehlentwicklungen geraten, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben? Welche Zukunft können wir künftigen Generationen garantieren? Wird die Informatik die Kontrolle über unsere Regierungen übernehmen? Bewegen wir uns auf eine vollständig computerisierte Gesellschaft zu? Bis bald auf ATEC.